Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Resident Evil Survivor 2, Code Veronica. Ich bin der Dre, du bist auf einer Northern Way of Life und manchmal fällt mir das ein bisschen schwer, das auszusprechen. zweite Folge. Ich habe mal in die Aufnahme der letzten Folge geguckt, um zu sehen, wo wir ungefähr hin müssen und ich habe keinen Plan. Das sieht... Nemesis is coming. Alright. Das sieht aus... Schön. Das sieht aus, als wäre das unterhalb dieses Bereichs, wo wir jetzt gerade sind. Also müssen wir irgendwo eine Treppe suchen oder sowas, wo es nach unten geht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich vermute mal, diese halbtransparenten Räume sind die, die noch nicht betreten wurden von uns. Deswegen gehen wir einfach mal rein und gucken, was da so gibt. Und ich muss diesen Musikleiser drehen. Alter, das ist ja heftig. Okay. Hunter! Noch einer. Ja, nee, ist richtig. Okay. Wo bin ich jetzt? Bin ich einmal im Kreis gelaufen? Nee. Oh, bitte lass da was zum Heilen drin sein. Oh, Magnum, okay. Ah, komm schon. Ist mein Buddy schon wieder weg? Sieht so aus, ne? Okay, hier geht's nicht runter. Oh, ist das Nemesis? Nee. So, sie steht auf Auto, deswegen. Hä, wieso? Bevor. Was? Ach, verschwindet der immer mal wieder? Das kann sein. Oder weil er. Ah, oh shit. Wahrscheinlich hat er meinen Buddy gekillt und deswegen. Verschwindet er dann kurz? Keine Ahnung. Ich weiß übrigens auch hier wieder nicht, wie man speichert. Ich habe vorher nicht nachgeguckt. Ich vermute einfach, dass es genau ist wie beim ersten. Dass man, wenn man verreckt oder das Spiel beendet, speichern kann. Im ersten war es ja dann so, dass man die Waffen und die Munition und alles so, was man gefunden hatte, in den nächsten Spieldurchgang mitnimmt. Mal gucken, wie das hier ist. Ja, Spinnenschnur. Ah, hier. Links war ich nämlich noch nicht. Oh, der rote Pfeil. Ah, könnten die Pfeile... ich wollte gerade sagen, können die Pfeile mir den Weg weisen? Natürlich weisen mir Pfeile den Weg. Aber könnte der rote Pfeil bedeuten, das ist der Weg, wo ich lang gehen muss, um zum Ausgang zu kommen? Vielleicht. Okay, Nemesis ist wieder loose und anscheinend hinter mir. Irgendwas ist auf jeden Fall hinter mir. Down. Scheiße. Oh, Fahrstuhl, das ist doch gut. Oha. Ja, drei Schuss für die Magnum ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. 50% für Assault Rifle. Okay. Ah, siehst du, hier ist der Ausgang. Was? Nein! Oh. Okay. Und jetzt bin ich immer gespannt. Scheiße, war das mein letztes Continue? What's that? Oh, what the... krass. Oh shit, und dann noch normale. Also... Oh, mein Buddy ist schon fast down. Okay, die Viecher sind die Viecher. Ja, die Viecher sind weg. Okay, gut. Volle Konzentration auf den Boss. Und Buddy ist down. Holy shit. Oh. Oh, scheiße. Oh, okay. Ist da ein Fass hinten? Komm schon. Oh, 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 oh,
Jawollo. Ey, dass sie immer irgendwelche offenen Dinge haben, die pulsieren, das ist so ekelhaft. Piece of cake. Typ, du warst down. We've just started. Okay. Das klingt ja vielversprechend. Ja, komm, E. Ich nehme das E. Ist okay. Ist okay. Oh Gott, gibt es was Schlechteres als E? Gibt es F? Es gibt E. Okay, E nehmen wir. Oh Gott. Private Residence. Impatience. Aha. Aber das ist nicht das letzte Level, oder? Find a key to... Ja, mhm. Oops. Stars. Steve. Fire. Fire what fire? Okay. Ist das jetzt einfach eine Verfolgungsnummer? Muss ich einfach abhauen? Sie ist schon mal gut. Music I like. Scheiße. Und eine Töle, und eine Töle. Okay. Okay, die Musik gefällt mir wirklich. Hunter! Critical Hunter Treffer! Noch ein Critical Hunter Treffer! Was geht ab, Hunter? Was habe ich hier als zweite Waffe? Gar nichts. Okay. What? Das war eben noch ein Boss. Wie kann das jetzt. Nemesis ist coming. Geh mal aus dem Weg, geh mal aus dem Weg, geh mal aus dem Weg. Danke. Okay, wir gehen einfach durch. Ich glaube, Steve ist down. Ja, natürlich, ja, natürlich. Du bist nicht der Nemesis. Was bist du? Du bist der Nemesis. Oh, shit. Alter Schwede, okay, jetzt muss ich... Ja, langsam, langsam. Geh die Treppe ruhig langsam hoch, nicht, dass du stolperst. Alter, das ist dann immer... Das ist... Alter. Wozu ist denn das eine PS2? Sehr gut. Das war, glaube ich, sehr gut. Kann man auch mal so sagen. War, glaube ich, sehr gut. Riskant und sehr gut. Okay, okay. Das wird nichts. Das wird nichts. Down. Oh, bitte lass mich noch continue. Oh, bitte lass mich... Nein, habe ich nicht. Fuck. Da finden wir jetzt schon in der zweiten Folge raus, was passiert, wenn man Game Over hat. To go back in the title screen. Okay, here we go again. Continue und weiter. Ah, shit. Ich hätte gehofft, ich komme durch, ohne getroffen zu werden. So, das ist mein mittlerweile, ich glaube, vierter oder fünfter Versuch. Ich bin immer wieder an derselben Stelle verreckt. Ich bin ehrlich gesagt bis an dieser Tür vorbeigekommen. Die Treppe hoch, die jetzt als nächstes kommt. Shit, ist auch schon da, mach keinen Scheiß. Genau, diese Treppe hochgekommen. Und hier oben bin ich jedes Mal verreckt. Viermal, glaube ich, mittlerweile. Drei oder viermal. Genau, immer an dem hier. Was ich gemacht habe, um dieses Problem jetzt zu umgehen, ist auf leichter gestellt. Ich bin weiter als jemals zuvor. Ich habe die Schwierigkeit von normal auf leicht gedrückt. Ja, ich bin halt kein so guter Spieler. Es tut mir leid. Aber ich habe auch ehrlich gesagt einfach keinen Bock. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Continuum mehr als vorher oder zwei, weiß ich nicht genau. Also einmal bin ich dann trotzdem noch... ...verreckt. Shit, oh shit, oh shit. Oh, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, das war der falsche Weg. Ja, aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten. Ja, hier gehe ich ja doch zum... Nee, Moment. Ich muss hier durch, ich muss hier durch. Ich weiß ja auch nicht, wie lang das Spiel ist. Deswegen, ich habe keinen Bock, hier irgendwie 10, 15 Mal die Spiele durchspielen zu müssen, weil ich unfähig bin.
Ich gehe davon aus, dass ich noch mindestens einmal ein Continue brauchen werde, aber mal schauen. Die hängt ja von mir ab. Oh. Zelda? Nein, nicht ganz. Oh, shit. Okay, wenigstens das Nimm ist es nicht da. Ah, okay. Aber mein Kumpel ist auch nicht da. Hä, war da nicht eben der Cutscene noch dabei? Okay, das ist mies. Das ist mies, das ist mies, das ist mies. Oh, ich rutsch vom Stick, ich rutsch vom Stick. Okay, das Vieh ist down, alles klar. Okay, 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 okay. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier geht's raus, alles klar, ich muss hier weiter. Was ist hier? Ist hier eine Kiste? Nein, ist nicht. Okay, gut, weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will dich schon wieder verrecken. Oh, ich hoffe nur, die Aufnahme ist okay. Ich hoffe, die Aufnahme ist okay. Okay, die kann ich nicht zerstören. Das ist zum Heilen. Dahinter ist irgendjemand. Okay, egal. Hier geht's zum Schlüssel. Ich habe auch rausgefunden oder festgestellt, die Pfeile, die grünen zeigen mir den Weg, an den ich gehen kann. Die gelben zeigen mir den Weg an, wo die Schlüssel sind. Und die roten zeigen mir dann wirklich das Ziel an. Okay, wir gehen hier lang. Beziehungsweise den Ausgang halt. Okay, da hängt da oben, da ist noch einer. Einfach vorbei, scheißegal jetzt hier. Puh, ich bin echt froh, dass es unendlich Munition für die Pistole gibt. Okay, Schlüssel. Achso, genau, und ich habe festgestellt, es ist besser, wenn man einfach, wenn man in den Raum geht, direkt schießt. Egal, was man macht, einfach direkt schießen. Weil ein irgendwas anspringt jedes Mal. So wie hier. Danke. Ich weiß, da lag irgendwas rechts, aber das geht nicht. Ich weiß auch nicht, wie man. Das geht gar nicht. Man kann da gar nicht durchgehen. Mit der Pistole. Da braucht man schon. Nein, falsche Tür, shit. Da braucht man schon andere Waffen, glaube ich. Boah, und das mit den Türen. Ey, die Türanimation. Cool, ne? Ja. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Die Türanimation finde ich immer noch cool, ne? Die gebe ich auch aus dem ersten Teil ja so. Und es ist geil. Aber dass da wirklich danach noch geladen wird, ist eine Frechheit. Das ist die PlayStation 2. Bei der PS1 kann ich es verstehen, so. Aber bei der PS2... Und es sieht jetzt auch nicht unbedingt großartig aus. Das muss man auch mal festhalten. Also dafür, also so wie es aussieht, dafür läuft es dann doch recht. Okay. Und dann sowas, Alter. Ich habe jetzt einen Raum gehabt, da bin ich nicht mal eine Sekunde drin gewesen. Man macht einen Schritt nach vorne und ist in der nächsten Tür. Was kommt jetzt? Oh, scheiße. Ich raff's nicht. Warum sie da kein... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Warum sie da keine, Ja, und dann ist er wieder weg. Keine Voice-Dings drin haben. Was zum... So, hinter mir war noch einer. Oh. Und da geht die Frames runter. Das ist knapp, glaube ich. Ah. Oh, diese Steuerung ist dabei nicht unbedingt hilfreich. Oh. Shit, was? Wieso? Hinter mir, okay. Okay, ein Treffer noch und ich bin down, aber ich habe noch mindestens... Oh, das ist das letzte Konflikt. Ja, super geil. Und direkt getroffen. Hä, was? Mach sie doch platt. Wieso hat er denn... Oh, Typ, ey, du bist echt keine Hilfe. Der ist...
Warum? Oh, war, ja, oh, war das der, ja, das war der Boss. Da haben sie mal was ganz anders gemacht als in den vorigen Stages. Da kann man ja gar nicht mit. Also das ist ja... Pff. D. Ja, danke. Das Beste, was ich bis jetzt immer hatte, war B. Glaube ich. Oder hatte ich in der ersten Aufnahme in A? Das ist mittlerweile auch schon ein paar Minuten her. Shit, ey. Airport. So, wenn man dieser Map glauben darf, ist das das letzte Level. Das wäre echt krass. Wie weit sind wir jetzt drin? 35 Minuten? Evacuate before the island explodes. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Oh, scheiße. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Sie versuchen, die ganze Insel explodieren zu lassen. Okay, dann los. Ja, nee, ist klar. Feier, Feier. Ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Okay. Die Juwelen habe ich auch nicht verstanden. Ich habe mittlerweile... Das heißt was? Kill. Kill what? Oh shit, ich muss da hinten lang. Ich habe mittlerweile ein paar mehr Juwelen gefunden. Weil ich auch noch mal in andere Räume gegangen bin. Aber bis jetzt haben die mir nichts gebracht. Also ich wüsste nicht... Keine Ahnung, was man damit machen muss. Okay, Shotgun mit 10 Schuss. Dann nehme ich doch die Magnum mit 5. So, mal gucken, eventuell wird die Folge ein bisschen länger, vielleicht ist es ja schon die letzte, das wäre so krass. Einfach eine zwei Folgen Let's Play. Heftig. Ja, mal schauen. Der sieht dem ersten Endboss aber sehr ähnlich, also aus dem ersten Survivor. Got it. Oh shit, okay. Okay, Magnum ist leer. Alter Schwede, das läuft schlechter als das erste auf der PS1. Das ist ja krass. Na gut, da habe ich es auf der PS3 gespielt, aber trotzdem. Eigentlich laufen die dadurch nicht unbedingt besser. Achso, genau. Falls jemand, der zuschaut, zufällig eine PS3 hat, die PS2-Spiele abspielt, weil meine kann das nicht. Ja, da gibt es ja nur, ich glaube, ein, zwei verschiedene Modelle, die das können und die loswerden will. Einmal gerne bei mir melden. Ich bin auch bereit, ein bisschen was dafür abzudrücken, natürlich. Das wäre nämlich sehr viel komfortabler, PlayStation 2 Spiele über die PS3 aufzunehmen. Und PS1 Spiele. Weil im Moment habe ich hier... Ich habe hier drei PlayStation an meinem Schreibtisch stehen. Zum Aufnehmen. Übrigens, das war einfacher als erwartet, oder? Also für mich zumindest. Ach, Claire. Wieso bist du denn in so einem Spiel? Ah ja, natürlich, jetzt geht das nicht. Wieso denn Sis? Du bist doch nicht... Ja. Genau so funktioniert Elektronik. Now we can get out. Better hurry. Nicht mal, also, ach, kriegt, das ist wirklich schlecht. Capcom, was ist denn da los? Sag mal, nein. Was? Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Resident Evil Survivor 2 Code Veronica Project. Das ist ja geil. Supervisor Shinji Mikami, nein. Oder Shinji? Shinji ist nicht Shinji. Wie wird Shinji geschrieben? Warte mal, das gucken wir mal eben nach. Habe ich Wikipedia auf? Ja, habe ich.
bla bla bla. Ne, Shinji wird mit SH geschrieben, nicht Shinji. Also, oder ist das ein Schreibfehler? Das wäre krass. Ja, nee, machen wir das Haar weg, dann kann ich immer noch sagen, ich war da gar nicht mit dabei, so. Face Motion Designer! Was für eine Motion bei den Faces! Sims! Oh, Alter, was ist denn das? Oh Gott, ich habe nach Resi 6 echt gedacht, okay, ab jetzt wird's ja wieder besser mit den Spielen, aber ich weiß nicht. Das hier jetzt war schon ein bisschen. Na gut, dann sage ich nochmal Credits Hype. Mal gucken, ob ich noch irgendwie eine abschließende Bewertung bekomme. Es gibt bestimmt noch ein paar Sachen, die man erledigen muss, um das richtige Ende freizuschalten. Aber ganz ehrlich, nein. Das hier wird sich sowieso kaum jemand angeguckt haben. Wenn du einer von denen bist, der sich das angeguckt hat, bist du cool, weißt du ja. Und ein Freak. Aber Freaks sind cool. Ich bin auch ein Freak, glaube ich. Hoffe ich. No Damage Bonus, 50.000 Punkte. Kriege ich jetzt aber ein A, oder? One S, wer hat einen S-Rang? Wer hat hier den besten Rang, den es gibt? Ist S das Beste, was es gibt? Manchmal gibt es ja noch S-Plus und sowas. Ich weiß es nicht. Name Entry, 7th. Nee, ich bin der Dreh. Guck mal mit Countdown. Sowas kann ich allein. Dreh, that's me. Game over. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Projekt. Das wäre dann, wenn ihr das in der Reihenfolge guckt, Dead Aim. Weil Gun Survivor oder Resident Evil Survivor irgendwie nach... also der vierte Teil der Resident Evil Survivor-Reihe heißt Dead Aim. Keine Ahnung. Ja, der dritte wäre dann in dem Fall Dino Stalker. Gibt's auch auf dem Kanal. Vielleicht habe ich es hier verlinkt, wenn ich dran gedacht habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.